Internationaler Markenschutz. Wie kann ich meine Marke international anmelden? Ich bin Rolf Kleesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner. Und in diesem Video erkläre ich genau, wie man Marken international anmeldet und vor allen Dingen, was das kostet. Mache ich als erste Anmeldung eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke? Mache ich den internationalen Schutz über nationale Markenanmeldung oder über die sogenannte internationale Registrierung? Und am wichtigsten, was kostet eigentlich der ganze Spaß? Erstmal habe ich eine Frage an Sie. Haben Sie schon mal Marken international angemeldet? Wenn ja, wie haben Sie das gemacht? Über nationale Marken, internationale Registrierung? Über Ihre Erfahrung würde ich mich sehr freuen unter diesem Video in den Kommentaren. Melde ich als erste Marke erstmal eine deutsche Marke an oder eine Unionsmarke? Das ist in erster Linie erstmal eine Frage der Kriegskasse. Denn eine deutsche Markenanmeldung kostet 290 Euro Amtsgebühr in bis zu 3 Klassen und eine Unionsmarke 850 Euro in einer Klasse. Was kein riesengroßer Unterschied ist. Es ist eben etwas mehr als doppelt so teuer und man hat dann Schutz in insgesamt 27 Ländern, aber es ist halt doch teurer. Wenn Sie dann die Unterstützung von einem Patentanwalt oder einem Rechtsanwalt, der sich mit Marken auskennt, in Anspruch nehmen wollen, dann nimmt er eben vielleicht im Schnitt irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro Honorar, je nach Kanzlei, je nach Erfahrung, je nach Intensität der Beratung. Wir melden relativ viel Marken an. Wir betreuen etwas über 4.500 Marken und haben da halt genau Fixpreise. Aber so viel teurer wird es dann durch die Beratung des Anwalts auch nicht und die können dann von der Erfahrung des Anwalts profitieren. Aber das ist so grob der Rahmen, wie teuer so eine Markenanmeldung ist. Also die Frage deutsche Marke oder Unionsmarke ist erstmal eine Frage der Kriegskasse. Will man eben etwas mehr Geld ausgeben und dann gleich Schutz in der gesamten EU haben oder etwas weniger Geld ausgeben und dann eben erstmal nur Schutz in Deutschland haben? Es gibt aber auch einen entscheidenden Nachteil der Unionsmarke. Die Unionsmarke ist angreifbar aus lauter nationalen Marken eben in Großbritannien, in Frankreich, in Griechenland, in im Prinzip allen EU-Ländern. Wenn man nämlich eine Marke anmeldet, dann schließt sich erstmal das Widerspruchsverfahren an und in einem Widerspruchsverfahren kann ein Inhaber einer älteren Marke gegen diese Marke vorgehen und die wieder aus dem Register rausbefördern. Und bei deutschen Marken kann eben der Inhaber früherer Marken nur aus deutschen Marken, Unionsmarken und sogenannten internationalen Registrierungen vorgehen. Und bei einer Unionsmarke kann er eben auch aus spanischen und italienischen Marken vorgehen. Da hat man einfach ein größeres Risiko, dass einem die Marke eben da wieder kaputt gemacht wird. Deswegen umso wichtiger, vorher eine Recherche durchzuführen, ob es ähnliche ältere Marken gibt. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Einfach in YouTube nach Markenrecherche suchen, dann finden Sie automatisch mein Video. Die meisten Leute entscheiden sich allerdings heutzutage für Unionsmarken, weil eben der Vorteil, dass man in der gesamten EU Schutz erzielen kann, dem Nachteil deutlich überwiegt. Wenn man die Marke international schützen möchte, dann kann man das entweder über nationale Markenanmeldung oder eine sogenannte internationale Registrierung tun. Bei einer sogenannten internationalen Registrierung teilt man der WIPO, der World Intellectual Property Organization in Genf, mit, dass man eine sogenannte Basismarke in seinem Heimatland hat, also zum Beispiel eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke, und dann auf Basis dieser Basismarke den Schutz auf verschiedene Länder erweitern möchte. Man kann dann also sagen, liebe WIPO, ich habe eine Marke in Deutschland und ich möchte die jetzt auf die EU, auf die Schweiz, auf die USA und auf China erstrecken. Und was ist jetzt ratsam? Soll man jetzt über den nationalen Weg gehen? Soll man internationale Registrierung anmelden? Das ist normal. Als Faustregel kann man sagen, dass ab dem dritten Land, wo man Schutz haben möchte, sich eigentlich eine internationale Registrierung lohnt. Wenn man nur in ein oder zwei Ländern außerhalb der Basismarke Schutz haben möchte, dann lohnt sich meistens eher die nationale Anmeldung in den jeweiligen Ländern. Das muss man einfach durchkalkulieren. Das ist ein einfaches Rechenexempel, denn vom Schutz her unterscheiden sich diese beiden Markentypen überhaupt nicht. Man hat durch die internationale Registrierung genau die gleichen Rechte wie die Inhaber einer nationalen Marke. Ein Nachteil der internationalen Registrierung ist, dass die internationale Registrierung 5 Jahre abhängig von der Basismarke ist. Das heißt, wenn die Basismarke innerhalb von 5 Jahren kaputt geht, dann stirbt automatisch auch die internationale Registrierung. Deswegen empfehle ich den großen Mittelständlern oder den Konzernen, die ich betreue, als Basismarke eine deutsche Marke zu wählen, auch wenn es vielleicht in der internationalen Registrierung dann etwas teurer ist, da man eben die Unionsmarke dazu nehmen muss.
weil eben die deutsche Marke weniger angreifbar ist und weniger wahrscheinlich eben zu Fall gebracht werden kann und damit eben die internationale Registrierung eben nicht so leicht sterben würde. Die Anmeldung einer internationalen Registrierung und vor allem dann die weitere Betreuung der internationalen Registrierung kann relativ komplex sein. Die einzelnen Länder können nämlich Bedenken haben bei der Eintragung der Marken und stellen dann lauter Fristen, die man einhalten muss, damit man die Marke in den Ländern nicht verliert. Außerdem ist dieser Anmeldeprozess relativ komplex und vor allen Dingen das Gebührenschema relativ komplex. Ich kann da also nur empfehlen, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bei der internationalen Registrierung auf jeden Fall. Bei Auslandsmarken macht es einfach die Sache einfacher, wenn Sie eben einen Ansprechpartner haben, der dann eben seine Kollegen im Ausland beauftragt, dort Marken anzumelden. Sie können aber natürlich auch selbst Anwälte im Ausland beauftragen, um dort Marken anzumelden. Was kostet nun so eine internationale Registrierung? Eine internationale Registrierung in einer Klasse mit Basis in Deutschland wird etwa über den Daumen gepeilt so 4.000 bis 4.500 Euro vielleicht kosten, wenn man die EU benennt, die Schweiz benennt, USA benennt und China benennt. Nur mal so als Beispiel. Wenn man diese Länder mit nationalen Marken abdecken wollte, dann muss man, wenn man über Anwälte geht, so ungefähr 7.000 bis 8.000 Euro einkalkulieren. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, wie man Marken international schützen kann. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen hoch. Über Fragen und Kommentare freue ich mich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.